Hallo liebe Rätselfreunde, willkommen zu einer weiteren Folge von Memoria. Wir waren ja dabei, irgendwie an dieses Käferbein zu kommen. Stab ist lang genug, hat sie uns eben gesagt. Aber die kann damit nicht keschern. Warum auch immer. Kannst Der du. Stab hat genau die richtige Länge. Ich nehme das als Kompliment. Aber in seiner jetzigen Form ist er als Kescher völlig ungeeignet. Ach, müssen wir den vielleicht irgendwie Mir fehlt die aufschneiden? Vision. Mir fehlt die Vision. Ja, dann gehen wir einmal Sind zurück. nicht ohne. Oder ein Elefanten und ein Seil. So. Dann gucken wir mal, wir konnten doch den Stab irgendwie Ich stehe stets zu euren Diensten, Herrin. anfassen oder so. Wie ging das denn noch? Sehen, wenn wir einfach Zauber auf das Ich darf Käferbein jetzt nicht machen. den Kopf verlieren. Okay. Das wird niemals gehen. Ich komme nicht ran. Ja, die beiden Ich gehen darf auch jetzt nicht nicht. den Kopf verlieren. Ja, wie machen wir daraus? Ein Kescher. Die Verband. Schale glänzt bereits. Ein. Was macht ihr da? Ich kann nichts erkennen. Ich wickel Verband zwischen deine Hörner. Oh, Warum? Das habe ich wirst du das schon nicht noch eben schon mal sehen. Einmal hat probiert? Im gereicht. letzten Part? Boah, sowas Doofes aber auch. Ich hätte schwören können, das habe ich im letzten Part schon versucht. Geschafft. Muss ich euch darauf hinweisen, wie demütigend das war? Nein. Das war mir schon bewusst. So, sind die Arme lang genug? Wahrscheinlich nicht. Es würde nicht halten. Ach so, es würde nicht halten, genau. Klebriger Dolch. Es klebt nun. Gut, dann klebt das bitte da wieder dran. Es ist zu eng, um hindurchzuklettern. Ja, du sollst ja auch durch die Tür. Ach, die anderen. Hä, warum gehen denn die anderen nicht auf? Wenn ich ihn entferne, schließt sich der Riegel und mein Arm wird abgehackt wie bei einem Dieb. Ach Gott, hä? Fehlen uns noch mehr Teile oder was? Er liegt nun direkt vor der Tür. Müssen wir jetzt noch mal keschern oder was? Wollt ihr ihn wecken? So richtet mein Zauber auf ihn. Ach, okay. Naja, bin ich aber auch ein bisschen Panne. Ach so, Ja, nu. Dem Arm fehlt es an Halt, um kräftig zuzuschlagen. Er liegt nun direkt. Ja, kannst du den nicht ranziehen dann? Es ist zu eng, um hindurchzuklettern. Probieren wir das Ganze mal von der anderen Seite. Es ist zu eng, um hindurchzuklettern. Ein weiteres Loch hat sich geöffnet. Dem Arm fehlt es an Halt. Können wir jetzt die Kette nehmen? Loch. Okay. Was auch immer mir das jetzt gebracht hat. Kann der sie. Ach so, die liegt da drauf oder so, ne? Kann das sein? Nee. Tiefer bekomme ich sie nicht in den Raum, nicht mit meinen Händen. Okay. Nicht mit deinen Händen.
Mit dem Stab würde ich sie weiter in den Raum bekommen, aber noch immer nicht weit genug. Okay. Ich schade. So. Also auf die Metallkugel kann ich nicht zaubern. Der Arm bewegt sich nicht. Probieren wir noch mal den anderen Wächter zu wecken. Vielleicht kann er ja noch ein bisschen rumkloppen. Und es fällt irgendwas auf den Arm drauf oder so. Da kommt auch er nicht heran. Da kommt auch er nicht heran. Ihr wollt ihn wirklich zerquetschen, Hoheit? Nein, das hätte er nicht verdient. Also, wir müssen irgendwie diese Kugel jetzt da vernünftig reinkriegen. Nur wie? Also mit dem, der Stab wäre noch zu kurz. Ringhalterung. Sie ist viel zu schwer, als dass ich sie bewegen könnte. Kann ich die Kugel jetzt treten? Es ist zu eng, um hindurch zu klettern. Den Stab probieren wir mal. Ich sehe keinen Zusammenhang. Ach, Kehl. Ja, nächstes Rätsel, wo wir wieder nicht weiterkommen. So, Zierbogen, Arm, Metallkugel, Loch, Grabeingang. Ich komme nicht dran. Unserem ich darf super mein Ziel Stab nicht aus den Augen verlieren. Ein süßer kleiner Wurm, nicht wahr? Er erfüllt seinen Zweck. Tiefer bekomme ich sie nicht in den Raum, nicht mit meinen Händen. Bis ich nicht weiß, was sie macht, behalte ich sie in der Tasche. Mit dem Stab würde ich sie weiter in den Raum bekommen, aber noch immer nicht weit genug. Aber warum probiert die das denn nicht einfach? Ja, wie soll ich die denn dann weiter in den Raum kriegen? So, der Arm bringt uns aber nichts. Dem Arm fehlt es an Halt, um kräftig zuzuschlagen. Er hält sich fest. War wieder so einfach. Und nun? So, jetzt machen wir mit dem anderen Wächter weiter. Erhebe dich. Vergesst nicht meinen Zauber. Dass man sich auch jedes Mal neu auswählen muss. So. Befehle dem Wächter, die Tür einzureißen. Juhu. Stärker. Hat ja super funktioniert. Er soll stärker ziehen. Er kann nicht. Die Tür ist zu mächtig für ihn. Wenn er es nicht kann, dann ein anderer. Wie ein anderer? Müssen wir jetzt diesen Großen da, oder was? Kann er jetzt vielleicht hier wieder? Aber der ist ja auch in 1000 Teile, ne? Na, gucken wir mal da hinten durch. Vielleicht kann der andere das ja. Aber den kann der ja nicht kontrollieren. Und der läuft doch nicht, oder läuft der? Wecke ihn! Was soll er tun, Herrin? Da kommt auch er nicht heran. Der soll doch nur darüber gehen.
Habt ihr ihn nicht schon genug gequält? Er ist doch nur ein Monstrum. Geschaffen, um blindlings zu kämpfen und zu töten. Ja, armer Abu. Dann zurück. Wieder durch das andere. Jetzt steht das Dingen ja davor. Macht das Loch noch irgendwas? Das ist kein Ausweg. Also er ist nicht stark genug, oder was? Ich bin zu weit weg. Na, den Wächter. Ich sehe keinen Zusammenhang. Aha, so, ach, vielen Prinzessin, Dank. Prinzessin, das führt doch zu nichts. Ich hatte Äonen Zeit, diese Mauern einzureißen, und es ist mir nicht geglückt. Warum sollte ein Mädchen in kürzerer Zeit so viel mehr erreichen, als ich in Jahrtausenden? Weil wir besser im Rätsel lösen sind. So. Jetzt müssen wir den hier wecken. Erwache! Seht es endlich ein und gebt auf. Die Wächter sind viel zu schwach. Vielleicht kann die große Hand das ja machen. Ich bin zu weit weg. Ach Mann. Das geht nur bei magischen Artefakten. Oh, dieses Inventarsystem, ne? So, der Koloss ist auch ein Wächter, richtig? Wecke ihn. Charizard, seid ihr da wirklich sicher? Ich sagte, wecke ihn. Wie ihr wünscht. Hoho. Oh. So. Hat der noch die Kugel in der Hand? Nee. Oder? Nimm den Wächter und zieh. Hoho. Ja, gut gelöst, würde ich sagen. Was war das? Ich habe mit meinem puren Willen eine Tür aufgerissen. Nein, ihr habt gelacht wie eine junge Frau. Hey. Du? Ach. Du lebst noch? Ich habe gewartet. Du hättest mir ruhig helfen können. Du hast die Maske. Wo ist mein Geld? Unser Auftraggeber ist tot. Du bekommst dein Geld, wenn du mich hier raus und durch die Berge nach Draconia bringst. Ich werde dich bezahlen. Du? Du vergisst, ich bin eine Prinzessin. Was hast du? Die Silberschale. Du bekommst zum Lohn diese Silberschale. Silber ist nicht genug. Was? Reichtümer. Als Tochter des Kalifen besitze ich Reichtümer jenseits deiner Vorstellungskraft. Der Kalif ist tot, der Palast geplündert. Ich war dabei. Aber die wollte doch ihren Rubin nicht abgeben, oder? Wenn du mich sicher ans Ziel bringst, erhältst du meinen kostbarsten Besitz. Meinen Almandin. Er ist mehr wert als alles, was du jemals in den Händen halten wirst. Gut. Draconia für den Rubin. Abgemacht. Er wird euch kein guter Diener sein. Bei ihm weiß ich wenigstens, woran ich bin. Darf ich euch noch etwas fragen? Denn ich verstehe euch nicht. Warum tut ihr all das? Ihr seid reich, schön, ihr habt Macht. Was wollt ihr noch erreichen? Ich will in den Krieg ziehen. Ich brauche eine Waffe. Aber warum? Um die Schlacht zu gewinnen. Um auf ewig in die Geschichte einzugehen. Noch in 1000 Jahren sollen die Menschen sich von meinen Taten erzählen. Und voller Ehrfurcht meinen Namen flüstern. Zadia al-Kebir. Die größte Heldin, die die Welt je gesehen hat. Warum? Ach so.
Sadia al-Kebir? Nie gehört. Wie geht die Geschichte weiter? Mit Hilfe des Fakina brachte Sadia die Maske über den Raschtulswall nach Draconia. Sie schloss sich den dortigen Truppen an und zog in die Schlacht. Aber das sind alles unwichtige Details. Damit musst du dich nicht beschäftigen. Wichtig ist nur eines. Das Rätsel, das ich dir nun... Ist der Traum wirklich passiert? Wenn sich niemand an sie erinnert, woher weißt du, dass es diese Frau wirklich gab? Ich habe es selbst überprüft. Malakars Grabkammer gab es wirklich. Und vor über 450 Jahren wurde eine junge Frau beobachtet, die zusammen mit einem Ferkiner aus eben jenem Stollen stieg und in Richtung Raschtulswall aufbrach. Ich schwöre dir im Namen meines Vaters und all meiner Vorfahren, Sadjas Geschichte ist eine wahre Geschichte. Ja, und wie es weitergeht, erfahrt ihr dann im nächsten Part. Tschüss!